Hallo, Freunde des lauten Gefiedels und des Pointens und Klickens und Stehens und Guckens auf Hände, die in eine Richtung eine Tür zeigen, in Richtung einer Tür zeigen. Ich muss noch ein bisschen Deutsch lernen. Oh, hier geht's auch noch irgendwo hin. Da geht's, aber ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal. Oder doch? Nee, ich gehe erst in die Bar rein. Mit dem jungen Mann hier haben wir ja schon geredet in der letzten Folge. Und deswegen. Oh. Eine Plastikbox hier, ohne besondere Merkmale. Fest an der Mauer des Gebäudes angebracht. Ich mal so ein Sicherungsdings. Gucken wir erstmal, ob der fest angebracht ist. Du kennst mich nicht. Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Ach. Na und? Ich habe Dinge, mit denen ich an einer Plastikab, was auch immer er gesagt hat, noch nachhelfen kann, dass sie sich vielleicht doch bewegt. Okay. Gehen wir doch rein. Hier, typische irische Bar. Irgendwas Grünes. Ich hoffe, das ist keine Kotze auf dem Tisch. Ein Barkeeper, ein Fiedelman, ein zwei Besoffene, einer, der seltsam aussieht und sowas ähnliches wie ein Pastor, Priester, nee, Mönch. Und eine Waschmaschine, die sich in etwa so bewegt wie unsere Waschmaschine. Zumindest unsere alte. Was war das? Was bist du für eine Rotzschleuder? Oh, das Bazillenmutterschiff. Gibt's ja nicht. Spotzt und reuzt hier durch die Gegend. Gut, schauen wir uns erstmal um. Hier, Fiedelman, mit dem kann ich nicht gucken. Mit dem kann ich nicht gucken. Mit dem kann ich nur reden. Den kann ich nicht angucken, wollte ich eigentlich sagen. Gebt mir zusammen, mit dem kann ich nicht gucken. Ist klar, kennt jeder. So, gucken wir erstmal hier. Den jungen Rotschopf macht irgendetwas offensichtlich ganz schön nervös. Ja, ganz offensichtlich. Der. Und unter Zeitdruck steht er scheinbar auch. Er wartet vielleicht auf jemanden. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Keiner zu Hause. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Das kann ich mitnehmen, das weiß ich noch. Ja, klar, ich sehe auch die Hand schon. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnasen gesagt. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort fest. Okay, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Satz, den er zu ihm gesagt hat, und der Satz, den er zu ihm gesagt hat, eventuell leicht identisch sein könnten. Und siehe da, Mario hat recht gehabt. Das weiß ich gar nicht. Habe ich euch anständig begrüßt diesmal in meinem Video? Ich unhöflicher Tropf? Ich glaube schon. Aber Baphomets Fluch habe ich nicht erwähnt. Ach egal. Ihr werdet es überleben, wenn ich euch einmal nicht begrüßt habe. Dann fühlt euch jetzt von mir begrüßt. Hallo Zuschauer. Und ganz besonders, hallo Nico the One Hand Gamer. Das ist quasi so eine Art Special Edition für dich. Ich würd deinen Kanal ja hier irgendwo in meinem Video verlinken, aber du bist somit der Einzige, der meine Baphomets Fluch-Videos guckt, also es wird nichts bringen. Du könntest allerhöchstens dann auf den Link klicken, um deinen eigenen Kanal zu besuchen. Applaus! Danke auf jeden Fall mal an dieser Stelle, bist echt ein treuer Zuschauer, was meine Baphomets Fluch-Reihe angeht. Finde ich toll, gefällt mir gut. Zeigt mir wenigstens, dass wenigstens einer den Scheiß zu würdigen weiß, der hier bei mir aus dem Mund rausfällt. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier schnell weiter, bevor mir die Zeit schon wieder. Hier, ich schwätze mir erst mit dem. Der sieht so aus, als würde er eventuell hier irgendwas triggern. Und irgendwas würde dann passieren und. Egal, ich rede jetzt einfach mit dem. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Klasse Name, Fitzgerald. Klasse Brille, Fitzgerald. Was glauben Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ist das was für Pferde? Ja, Quatsch. Das ist. Damit macht man Kanaldeckel auf. Oh, echt? Naja, man lernt täglich was dazu. Okay, ich dachte jetzt, es wäre was für Pferde, aber naja. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Na gut, ich glaube dir jetzt einfach mal. Was sagt Ihnen diese rote Nase? Blut. Wieso das denn? Ich habe viel geblutet als Kind. Nach jeder Prügelei auf dem Spielplatz hatte ich eine blutige Nase. Das wäre mir im Grunde egal gewesen.
Aber ich war in die Prügeleien noch nicht mal verwickelt. Muss ich das jetzt verstehen, warum du dann trotzdem derjenige mit der blutigen Nase gewesen bist? Hat das Blut so gespritzt bei den Schlägereien bei euch auf dem Schulhof? Ich hoffe doch nicht. So, dass du die rote Nase gehabt hast, obwohl der andere... Lassen wir das. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Ja, wie auch? Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Nein. Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Ja, das funktioniert bei niemandem. Ich glaube, es gibt nur eine Situation, glaube ich, gibt es nur im Spiel, in der dieser 100.000-Volt-Schocker dann wirklich funktioniert. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Der ist kurz und knackig mit seiner Hand. Oh, das sieht nach einem leckeren Guinness aus hier. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Thomas Moalin? Nein, nie von ihm gehört. Interessant. Er sagt Moalin. 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 Woher weiß er, dass er Franzose ist? Oder dass man das Französisch aussprechen könnte? Immerhin steht der Grüber Elektronik. Elektronik. Jetzt hätte ich fast auch noch Elektronik. Du sagst ja schlimm. Hier, Stoppard. Du hast mich schon fast angesteckt in deinem scheiß Elektronik. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Älter als du, George. Weißt du? Lass dich nicht mit Älteren ein. Man sagt zwar, auf alten Stuten lernt man reiten. Oje, oje, was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Oh, okay. Tot. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Warum sind nicht? Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? Du siehst sehr erstaunt aus. Als ob du da mitgearbeitet hättest, es mir aber nicht sagen willst, du leicht eierförmiger Kopf. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Gut zu wissen. Klingt, als wärst du günstig abzufüllen. Bis später. Tschüss. Das kann ich doch bestimmt nicht einfach so mitnehmen. Oder? Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ein Handtuch mit der Aufschrift Goppelins, dort baut dir ein Buddy. Ja, das ist so wie die T-Shirts mit der Bierform durch diesen wundervollen Körper. Schwätz mal mit dem Fiedelman da hinten in der Ecke. Er hört nicht zu. Ja, ist ja auch ein Sitzgeiger und kein Stehgeiger. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Lass mal gucken, was du uns so zu erzählen hast. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Ich würde mal sagen, dass man damit Kanaldeckel aufhebelt. Das hast du gut erkannt, O'Brien. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Fällt Ihnen zu dieser roten Nase etwas ein? Nein, eigentlich nicht. Aber? Was sagen Sie zu diesem Taschentuch? Ich würde sagen, das eklige Zeugs da drauf ist Theaterschmink. Oh, aha. Gut erkannt. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Oh nein, das werden Sie nicht. Sagt Ihnen dieses Handtuch etwas? Klar, ist eines von Learys Handtüchern. Wollen Sie es etwa klauen? Nur ausleihen, wenn Sie es so genau wissen müssen. La, la, la. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Vom Muster her, Mittlerer Osten, würde ich sagen. Bin immer noch etwas irritiert darüber, dass
Sergeant Mouet da so genau drüber Bescheid gewusst hat. Irgendwas, irgendwelche komischen Kugelgelenke und weiß der Geier, was er mir da alles für einen Kram erzählt hat. Hat mich dann doch leicht beeindruckt. Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Grüber Electronic. Liefern gehört. Electronic! Leute, leckt mich doch am Ärmel, wollt ihr mich Nein, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz locker und ganz relaxed. Kennen Sie Sean Fitzgerald? Oh, woher weißt du, dass er Sean heißt? Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Pfosten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden. Ach, wie gemein. Der arme, schwerverdächtige Sean Fitzgerald. Habe ich das verpasst? Oder er hat doch nur gesagt, dass er Fitzgerald heißt. Er hat seinen Vornamen doch nicht genannt eigentlich, oder? Müsste ich nachher mal gucken. Aber ich bin mir relativ sicher, dass... Eigentlich müsste jetzt George, müsste mir jetzt eigentlich verdächtig vorkommen, weil er den Vornamen von jemandem weiß, der ihm nicht... Naja, egal. Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur Phantom? Gehört, gesehen. Vorhin und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marne. Oh nein, ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Oh. Ging doch vorhin um einen Geist, um ein Gespenst, nicht um ein Phantom. Aber naja. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich, eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Na toll. Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Also wenn das stimmt mit dem Bankwesen, dass die Tempelritter quasi das Bankwesen erfunden haben, dann hätte man sie schon viel früher ausrotten müssen. Ich werde schon wieder politisch. Ich habe nichts gesagt. Nichts gegen Banker, nichts gegen unser Geldsystem und schon gar nichts gegen Kreditwesen und Zins- und Zinseszinssystem, das die ganze Welt in die verfickten Abgrund schmeißt gerade. Naja, wie gesagt, ich bin ganz ruhig und ganz locker und überhaupt nicht politisch angehaucht. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Hat doch der Junge draußen auch schon gesagt, dass es abgeschlossen ist. Also. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ja. Ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wie das meistens so ist bei Schlössern und Burgen. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Aha. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Ob das der Edelstein ist, der auf dem Manuskript, auf der Pergamentrolle verzeichnet ist oder aufgezeichnet ist, zusammen mit dem Dreibein, steht ja ein Edelstein, eine Art Kristall, steht ja auf diesem Dreibein. Und wird angeleuchtet. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Okay, Schulden, hä? Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marne wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Ja, der Edelstein bitte noch. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert?
Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Wenn du schon so fragst und so guckst... Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. La la la. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren. Vermieter? Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Das war's. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann's ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Oh. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu reden. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Schon okay. Also dann bis später. Ja, tschö. Ich guck jetzt mal, ob ich mit dem Buden hier noch was separat noch sprechen kann. Hi, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich... Oh, ich hab geklickt. Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich natürlich das Gespräch angefangen, aber ich werde das Video jetzt trotzdem beenden, weil das Gespräch ja quasi, es ist ja noch nichts passiert. Von daher, wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ciao.